Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Warhammer 40k Rogue Trader. Ich freue mich sehr. Ah, ich war so sauer, als wir sind ja gerade umgezogen und an dem Tag, wo Rogue Trader rauskam, sollten wir eigentlich auch Internet bekommen in unserer neuen Wohnung. Ja, nur leider kam der Techniker nicht an dem Tag, aber heute am, ich glaube, 15. Ja, heute ist der 15. Jetzt endlich haben wir Internet und jetzt endlich können wir Rogue Trader spielen und ich kann es sogar hochladen. Ich freue mich sehr. Neues Spiel. Hauptstory. Schlüpfe in die Rolle eines Freihändlers, dem Nachkommen einer alten Dynastie verwegener Freibeuter, die über ihr Handelsprotektorat herrschen und die Randgebiete der bekannten Galaxie erkunden. Dunkelheit liegt über der Blutlinie der von Valancius, die sich zahlreichen Bedrohungen ausgesetzt sieht, sowohl aus den eigenen Reihen als auch von außen. Unzählige Feinde versuchen, die kühnsten und mutigsten Agenten der Menschheit zu vernichten. Es liegt an dir, die Züge dieses zerrütteten Protektorats in die Hand zu nehmen und einen neuen Weg für die Dynastie der von Valancius zu finden, die sich derzeit in einem Strudel aus Kriegen, Intrigen, Unheil und Ketzerei befindet. Ketzerei, oh mein Gott. Es steht viel auf dem Spiel, denn in der Dunkelheit der Koronus-Ausdehnung kreuzen sich deine Wege mit furchterregend mächtigen und ehrgeizigen Gegnern. Oh, wie geil. Ich freue mich so. Ah, schön. Ah, Darktide war jetzt schon so ein echter Hit, auf den ich mich schon so gefreut hatte, der dann auch ziemlich cool war. Und jetzt Rogue Trader, ein RPG im Warhammer 40k-Universum, das so viel hermacht. Wir durften es, ich und Seth, auf der Gamescom anspielen. Und es hat uns da schon die 15 Minuten, die wir reinspielen durften, oder eine halbe Stunde, ich weiß nicht mehr genau. Aber da waren wir auf jeden Fall schon komplett angefixt. So, was haben wir denn hier? Spielschwierigkeit. Ja, normal würde ich sagen, wie immer. Man kann hier noch ein paar Sachen einzeln auswählen. Da ich aber jetzt noch keine Ahnung habe, ob hier irgendwas umzustellen Sinn macht, würde ich es einfach mal genauso lassen, wie es gerade ist. Wenn uns irgendwas auffallen sollte während des Spiels, naja, dann muss man vielleicht nochmal von vorne anfangen, was ich aber ehrlich gesagt ungern mache. Hoffen wir mal, dass das hier gut eingestellt ist. Okay, normal. Ja, Geschichte wäre zu langweilig. Eigen? Nee, will ich nicht. Waghalsig sich schwer, unfair. Unfair finde ich auch interessant. Aber wir nehmen normal. Was steht da? Die feindlichen Statistiken werden um 20% reduziert. Was wäre bei waghalsig? Feindliche Statistiken einschließlich Wunden und Ausweichen werden nicht reduziert. Feinde fügen vollen Schaden zu. Wäre das dann aber nicht eher normal? Diese Spielschwierigkeit wird nicht für Spieler empfohlen, die sich mit dem System von Warhammer 40k Rogue Trader noch nicht auskennen. Okay, dann nehmen wir normal. Vielleicht ein andermal dann. So, jetzt werden wir uns einen Charakter erstellen. Ich will auch auf jeden Fall einen eigenen. Es gibt hier auch schon ein paar vorgefertigte, aber nö. Erstell deinen Freihändler von Grund auf. Die Möglichkeiten sind endlos, wenn es darum geht, deinen Charakter zu individualisieren und seine Heimatwelt, sein Geschlecht und seinen Hintergrund zu wählen. Oh, ein bisschen wie bei Darktide. Du kannst auch aus einer Vielzahl von Fähigkeiten und Fertigkeiten wählen, wie zum Beispiel Kampffertigkeiten, sozialen Fähigkeiten und technischen Fertigkeiten. Diese Fähigkeiten und Fertigkeiten bestimmen, wie dein Charakter mit der Welt interagiert und welche Art von Herausforderungen er bewältigen kann. Schließlich kannst du die Doktrin deines Charakters wählen. Jede Doktrin bietet ihre eigenen einzigartigen Möglichkeiten und Herausforderungen, also wähle sie mit Bedacht. Mit all diesen Anpassungsmöglichkeiten kannst du einen Freihändler erschaffen, der wirklich einzigartig ist und dich auf ein Abenteuer begeben, das in der Welt von Warhammer 40k einzigartig ist. Oh, ich freue mich. So, was haben wir jetzt? Porträt wird erstmal ausgewählt. Ja, weiß ich nicht. Die finde ich ziemlich cool. Ja, schon viele coole dabei eigentlich. Auch geil. Aber ich glaube, das hier vielleicht noch am ehesten. Ja, da sind schon, sehen schon viele echt nett. Aber die hier sieht ja so bekloppt aus, ne? Finde ich schon cool hier. Ah. Aber schwierig, die ist auch cool. Die mit roten Haaren hätte ich gerne, aber das können wir gerade nicht ändern. Wow. Okay. Die machen es einem auch nicht leicht. Jetzt schon beim Porträt aus war ich. Das hier wird garantiert Folge 0. Also macht euch nichts vor. Das hier ist garantiert komplett. Also ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, wie lange die Charaktererstellung dauert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das hier, wenn der Folgentitel 0 lautet, also wenn hier die Nummer 0 im Titel ist, dann ist das auf jeden Fall nur die Charaktererstellung. Dann wird hier noch nicht viel passieren. In Folge 1 wird es dann wahrscheinlich richtig losgehen, nehme ich an. Okay, ich glaube, ich. Echt schwierig. Ich nehme sie hier. Die ist irgendwie schon. Oder sie.
Die haben alle so, guck mal, wenn man jetzt so durchguckt, die ist so cool gemacht einfach, die ganzen Kostüme und so. Können Sie mal alle einmal angucken. Ich gucke gerade nur die ganze Zeit auf die Mädels. Ihr seht ja gar nichts von den anderen Figuren. Hä, was war das denn gerade? Ah! Oh, die hätte ich gerne alle als Poster und würde mir die hier gerne in meinem neuen Büro einfach alle hinhängen. Das fände ich ziemlich cool. Na gut, Leute. Ich glaube, ich muss mich jetzt mal entscheiden und ich nehme. Ja, ich nehme die hier. So. Jetzt geht's weiter. Achso, wenn ich die. Achso, dann sehen die auch schon so ähnlich aus. Ich sehe es gerade. Ja, dann nehme ich sie. Okay, so. Ach, bitte. Was? Ach, krass. Wir können auch. Oh, wir könnten mit einer KI ein Bild machen im Warhammer 40k-Stil. Also wie die anderen quasi. Und dann hier selber einfügen. Oh, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich das gemacht. Ah, schade. Wusste ich leider nicht. Oh, dann hätte ich das so gemacht. Naja. Gut. Konnte man ja nicht ahnen. Okay. Wir bleiben dabei. So, weiter geht's. Gesicht. Oha, das mit Reglern. Na gut. Kann ich näher ran? Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir uns was Hübsches erstellen oder was Fieses. Ich weiß noch nicht so richtig. Muss die mal ein bisschen von hier. Wow. Sieht ein bisschen langweilig aus, ne? Ich glaube, hier am Anfang. Weiß nicht. So vielleicht. Wäre eigentlich ganz cool. Körper. Was haben wir denn da? Okay, also wir haben normal Fett. Naja, Fett ist das auch nicht, aber dicker, mollig und ganz, ganz schlank. Ich würde sagen, ich bleibe dann bei normal. Hautfarbe. Also normal im Sinne von. Ihr wisst, was ich meine. Oh Gott. Jetzt habe ich auch was gesagt. Ja, ich bleibe bei der hier, denke ich. Mehr nicht? Na gut. Vielleicht wird die Charaktererstellung doch gar nicht so lange dauern. Frisur. So viel Auswahl gibt es dann am Ende gar nicht. Ja. Auch schick, ne? Wow. Also das. Leicht übertrieben vielleicht. Das ist sehr schick. Ich meine, wir müssen ja auch ein bisschen dran denken, wer wir sind. Oh, das hier. Ja, das sieht dann aus wie ich. Ja, ich glaube. Also wenn ich es so nach mir erstellen würde, dann wäre es die Frisur hier eher. Oh, das sieht aus wie die eine bei Darktide. Die Frisur. Ja, ich denke, ich mache so. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Die ist auch sehr hübsch. Die auch, aber auch schick, ne? Ich glaube, ich möchte so. Wir bleiben bei Rot. Ach so, man kann hier noch ein bisschen. Oh, dann nehme ich vielleicht das Rot. Pink. Ich glaube, ich nehme hier das Dunkelrot einfach. Was haben wir hier? Braun, blond. Nee, nee, nee. Warte mal. Grau. Nee, ich mache hier so. Okay. Die Augenbrauen. Ich weiß nicht. Ja, so ist, glaube ich. Ja, so. So, Tätowierungen haben wir auch noch zur Verfügung. Aber die sieht. Oh, ja, gut. Die hier würde man nicht sehen, weil wir nicht so eine Frisur haben. Das ist auch. Wow. Das ist auch mega, ne? Wie so eine zugetackerte Psionikerin. Ja, vielleicht sowas fände ich eigentlich ganz nice. Die fallen halt nicht groß auf mit unserer Frisur, aber das hier sieht man wenigstens. Ich glaube, das so will ich es gerne. Tätowierungen wird man wahrscheinlich gar nicht sehen. Ich finde es aber doof, so eine Körpertätowierung zu machen, wenn man am Ende eh eine komplette Montur anhat und gar nichts davon sieht. Hier so einen hübschen Imperiumsadler können wir uns ja mal machen. So, okay. Achso, wir können nur eine. Achso. Ich dachte, wir können links und rechts unterschiedlich machen. Das scheint nicht zu gehen. Echt nicht? Nö, scheinbar nicht. Dann bleiben wir beim Adler. So. Ist das ein Adler? Ich weiß gar nicht. Farbe der Tätowierung. Passend zur Haarfarbe vielleicht? So, oder? Weiß ich nicht. Mal passend zur Haarfarbe. So. Augmentationen. Achso, dann sind die da oben wieder weg. Hä, warum ist denn jetzt unsere Tätowierung weg?
Ach, die ist auch. Ach Mann. Also ich kann nur. Ach, das ist aber doof, dass ich nicht. Okay, das ist blöd gemacht. Was ist das? Ah! Hahaha. Okay, hab verstanden. So, wir müssen hier durchschalten. Okay. Dann können wir sogar links auch noch was machen. Warte. Hä? Wo ist jetzt mein Adler hin? Ja. Auch cool. Mortis. Okay, das finde ich schon cool. Das auch. Okay, komm, ich nehme das und das da. Okay. So, jetzt nochmal Augmentation. Was haben wir denn hier Schönes? Ja. Oh, warte mal, gibt es das auch auf der anderen Seite? Ne. Ja, die oben sieht man halt bei uns leider alle gar nicht. Wie kriege ich denn das auch auf die andere Seite? Ich hätte das gern. Warte mal. Warte nochmal zurück. Okay, zwei Stück können wir machen im Kombi. So könnten wir auch machen. Das würde man zumindest sehen. Die hier hinten sehen wir halt gar nicht, leider. Ginge auch. Irgendwas hätte ich halt schon gerne. Aber nicht so übertrieben. Vielleicht so, dass man denkt, sie würde es versuchen, mit ihren Haaren quasi ja, zu abzumildern, dass man es nicht so sieht. Das fände ich eigentlich, glaube ich, ganz cool. Und dann hätte ich aber gerne noch rechts da das hier zum Beispiel. Wann das rote Ding? Schwierig. Das ist auch cool. Ich kann mich bei sowas doch überhaupt nicht entscheiden. Könnte man auch machen, das da oben in der Mitte? Der rote Punkt ist mir ein bisschen. Hier, so vielleicht. Ach, ich nehme, glaube ich, einfach nur das eine da. Machen wir mal so. Nicht so viel übertreiben. So, Stimme. Ja. I am the chosen weapon that will crush the heathens. This could be an opportunity. Das finde ich gut All hands, pragmatisch. prepare for acceleration. Fire the lance batteries. Rend the flesh, shatter the spirit. Heretikerin wäre schon cool. Send their souls to the void. Ruinous favor prevails. Your existence is naught but ashes. Ich glaube, dass da. Applaud my brilliance. Was? Behold the wrath of madness. Okay, das ist auch cool. Also Heretikerin und verrückte Frau finde ich schon cool. Ich glaube, hiermit könnten wir echt Freude haben. Also ich. Ja. Also Heretikerin finde ich auch cool. Aber ich glaube. Oh ja, ich glaube, hiermit haben wir am meisten Freude. Das passt auch gut, finde ich, zur Optik und so. Jo, das machen wir. Die Verrückte wird es sein. So, Todeswelt, Lehrengeborener, Makropolwelt, Fabrikwelt, Imperiale Welt, Bollwerkwelt. Also wir können jetzt aussuchen, wo wir herkommen. Todeswelt, nehmen die Pflanzen, Tiere und manchmal sogar die Umwelt selbst aggressive und zerstörerische Formen an, die dem menschlichen Leben schaden. Viele Todeswelten sind äußerst schwer zu besiedeln und verfügen über wertvolle Ressourcen, die nur durch einen Außenposten oder eine andere menschliche Präsenz auf der Oberfläche des Planeten abgebaut werden können. Diese rauen Umgebungen bringen einige der zähesten und widerstandsfähigsten Bevölkerung der Galaxie hervor. Diejenigen, die sich beweisen müssen und für untauglich befunden werden, sterben jung. Überlebensinstinkt hätten wir damit. Nicht schlecht, wenn ich mir das so angucke. Stärke plus 5 Beweglichkeit. Dafür Gefolgschaft und Intelligenz. Ja, das finde ich nicht so geil. Ich hätte gerne schon sehr viel Intelligenz tatsächlich. Deswegen würde das hier für mich nicht so in Frage kommen. Ich nehme mal an, hier keine Intelligenz. Oh, hätte ich jetzt gedacht. Wo kriege ich denn. Okay, in der Fabrikwelt kriege ich Intelligenz. In der imperialen Welt kriege ich nichts. Im Ursprungsvorschlag. Die folgenden Eigenschaften sind nach dem. Okay.
Modifikation, Eigenschaften. Warte mal. Die Besten der Menschheit? Charaktere in der imperialen Welt können eine beliebige Eigenschaft wählen, außer Waffenfähigkeit oder ballistische Fähigkeit und einen plus 10 Bonus hinzufügen. Also könnte ich einfach Intelligenz nehmen, plus 10. Hier hätten wir es schon, haben aber auch minus 5 Gefolgschaft. Aber haben wir dann hier gar keinen Malus? Also wenn ihr euch das anguckt, es gibt immer irgendwo einen Malus sonst. Hier scheinbar nicht. Wahrnehmung auch wichtig. Das Gefolgschaft ist mir eigentlich auch egal. Ja. Wahrnehmung finde ich gar nicht schlecht. Ich will gerne noch die anderen vorlesen. Lehrengeborene sind Menschen, die im Bauch eines Raumschiffs oder an Bord eines uralten Orbitalsatelliten geboren wurden. Diejenigen, die ihr Leben auf Raumschiffen verbracht haben, sind durch den realitätsverändernden Prozess der Warpreise und das Leben in niedriger oder gar keiner Schwerkraft bis zu einem gewissen Grad abgestumpft. In vielen Fällen sind ihre Gesichtszüge gezeichnet und ihre Haut ist blass. Sie können sogar kleine Missbildungen haben oder eine seltsame Sprache, einen seltsamen Gang oder ein ungewöhnliches Aussehen haben, das sie von anderen unterscheidet. Hier haben wir Glück. Und noch Talente. Die würde ich mir angucken, wenn ich mir einen ausgesucht habe, glaube ich erst. Makropolwelt. Die Bevölkerung einer Makropolwelt ist so riesig, dass große Teile der Oberfläche der Welt häufig mit gigantischen Städten bedeckt sind, die mit hoch aufragenden Türmen geschmückt sind, welche die Atmosphäre durchdringen. Makropolwelten sind für das Wohlergehen des Imperiums lebenswichtig und bilden das schlagende Herz seiner Wirtschaft und Kriegsmaschinerie. In riesigen Manufakturen produzieren sie Munition für die Armeen des Imperators, bauen wertvolle Mineralien ab und raffinieren Treibstoff für die imperiale Flotte. Unzählige Regimenter des Astra Militarum werden ebenfalls aus ihren riesigen Bevölkerungen gebildet. Stärke in der Zahl. Aber hier mit der Wind? Nein. Fabrikwelten sind die Domäne des Adeptus Mechanicus. Ganze Planeten, die den Anforderungen riesiger Makroindustrien unterworfen sind. Sie sind mit einer Technologie gesegnet, die im gesamten Imperium unbekannt ist. Und viele arkane Wunder sind in ihren Labyrinthen aus Ferrobeton und Plaschstahl alltäglich. Unter der Leitung von Magi, das Kult Mechanicus, wird der Großteil der Bevölkerung einer Fabrikwelt als Arbeitskräfte eingesetzt, während die wenigen Glücklichen in die Reihen des Adeptus Mechanicus aufgenommen werden können. Eine imperiale Welt unter einer Million von Planeten, die durch den Glauben an den unsterblichen Gott-Imperator vereint sind. Die Bewohner zahlloser Welten von hypertechnologischen Gesellschaften bis hin zu schmutzigen Feudalvölkern erweisen die Meister der Menschheit und dem imperialen Glauben seiner Diener Lehnstreue und Ergebenheit. Die meisten imperialen Welten werden von einem planetarischen Gouverneur regiert und beherbergen eine florierende herrschende Klasse, die meist als Adel bekannt ist. Ah ja, der Imperator beschützt. Bollwerkwelten sind Planeten, auf denen die gesamte Bevölkerung in Kriegsführung versunken ist. Individuen bereiten sich konstant auf den Tag vor, an dem sie eingezogen werden, um das Imperium zu verteidigen. Eine Verantwortung, die von ihnen feierlich aufrechterhalten wird. Diese Welten werden als Bollwerk gegen den Feind aufgebaut. Jeder Bewohner wird zum Soldat ausgebildet, sobald er mit einer Waffe umgehen kann. Deswegen hier auch die Wahrnehmung hoch. Okay, ich glaube, ich wäre, hier. Oder hier. Also hier ist halt geil Intelligenz und Willenskraft, aber wenig Stärke. Das ist wieder doof. Hier haben wir einfach nur minus 5 Gefolgschaft. Was macht dann das? Repräsentiert die Fähigkeiten des Charakters, mit anderen Kreaturen zu interagieren, sie zu täuschen, zu bezaubern. Oh, dann brauche ich Gefolgschaft, weil genau das möchte ich gerne machen. Okay, dann geht das schon mal nicht. Dann würde ich eher auf Stärke als auf Gefolgschaft verzichten. Oder wir nehmen halt das hier und hauen uns einen Bonus auf das, was wir halt wollen. Lieber für den Imperator sterben. Ach ja. Warte mal, wir gucken uns das nochmal an. Also hier war man in dem Bauch eines Raumschiffs geboren und die waren auch ein bisschen seltsam. Das passt ja zu verrückt eigentlich. Dann kriegen wir Willenskraft und Intelligenz und Glück als Eigenschaft. Ein Lehrergeborener kann jede misslungene Angriffs-, Ausweich-, Parade-, Eigenschafts- oder Fertigkeitsprobe mit einer 20%igen Erfolgschance wiederholen. Das ist nicht so schlecht. Die folgenden Eigenschaften. Blutiges Gemetzel. Jedes Mal, wenn ein Lehrengeborener einen kritischen Treffer erzielt, besteht eine Chance von 10% den Schaden zu verdoppeln. Ansteckendes Glück hätten wir auch. Okay. Dann kriegen die Gruppenmitglieder wahrscheinlich das gleiche, oder? Ja, Verbündete. Verhexen. Solange ein Lehrengeborener mehr als 50% Wunden hat, werden alle Chancen aller Kreaturen in einem Radius von 3 Feldern um 10% erhöht. Ach, auch Gegner. Ha.
50 hat, werden alle Chancen aller Kreaturen in einem Radius von 3%, 3 Feldern um minus 10 verringert. Also wenn wir schwer verletzt sind, dann kriegen alle ein bisschen weniger. Wenn wir gut dabei sind, kriegen alle ein bisschen mehr. Okay, habe ich richtig verstanden, ne? Das gefällt mir nicht. Nur eine Fleischwunde. Der Lehrling hat eine 20%ige Chance zu überleben, nachdem er tödlichen Schaden erlitten hat. Er überlebt mit einer Wunde. Schleue. Immer wenn eine Fähigkeit oder ein Talent den Gefolgschaftsbonus nutzt, kann ein Lehrlingeborener stattdessen den Intelligenzbonus anwenden, wenn dieser höher ist. Okay, ich nehme den hier. Finde ich gut. Lehrlingeborener. Habe ich gar nicht mit gerechnet, dass ich den nehme, aber ja. So wie ich hier spielen möchte, ist das die klügste Wahl. So, was sind wir denn? Astra Militarium Commander. Das Astra Militarum, auch bekannt als die Imperiale Garde, ist die wichtigste Kampftruppe des Imperiums und die erste Verteidigungslinie gegen die unzähligen Bedrohungen für die Existenz der Menschheit im 41. Millennium. Du hast als einer der Kommander eines Astra Militarum Regiments gedient, tausende befehligt und Schlachten im Namen des Gottimperators gewonnen. Nee, sehe ich nicht so, ehrlich gesagt. Kommissare des Officio Prefectors sind unbarmherzige Offiziere, deren Aufgabe es ist, die Moral, die Disziplin und den Kampfgeist ihres Astra Militarum Regiments aufrechtzuerhalten. Früher warst du einer dieser treuen Diener des Gottimperators, ein lebendes Symbol der Autorität des Imperiums, das von seinen Untergebenen mit einer Mischung aus Angst und Ehrfurcht betreut wurde. Ja, schon hier. Das sehe ich. Da sehe ich mich so ein bisschen. Da auch. Verbrecherlord. Das Imperium überlebt und gedeiht nicht zuletzt aufgrund seiner engen Sichtweise. Aber ein rebellischer Geist und Wille wie der deine lässt sich nicht so leicht bändigen. Die dunklen Pfade der Schmuggler und Abtrünnigen, die sich hinter der Fassade der imperialen Gesellschaft schlängeln, bieten eine gefährliche Zuflucht für diejenigen, die sich nicht dem Gesetz beugen wollen. Du warst einst einer dieser gefährlichen, aber einfallsreichen Menschen. Ja, Logik gibt's da. Ja, vielleicht auch das. Priester des Ministerium, die Ekklesiarchie, oh Gott, die Ekklesiarchie, werde ich tausendmal gelesen, noch nie ausgesprochen. Offiziell als Adeptus Ministerium bekannt ist, ist eine riesige Institution, welche die Galaxie umspannende Religion des Imperiums überwacht. Die komplexen Hierarchien der Ekklesiarchie, bestehend aus Kardinälen, Missionaren, Predigern und eifrigen Laien, sorgen dafür, dass die vorgeschriebenen Gebete und Anrufungen durchgeführt werden und weisen die Massen gleichzeitig an, sich vor Ketzerei und Abtrünnigkeit zu hüten. Früher warst du eine dieser feurigen und charismatischen Persönlichkeiten, die ihre Gemeinde genau im Auge behielt. Nee. Offizier der Flotte. Die imperiale Kriegsflotte ist für die Raumschiffflotten verantwortlich, die die Vorherrschaft des Imperiums inmitten der Sterne behaupten und andere Aufgaben im Zusammenhang mit der Lehre und Warpreisen erfüllen. Du warst früher ein Offizier der Flotte und Kommander eines Raumschiffs, abgehärteten Zeichenschlachten und berühmt für überwältigende Siege. Nö. Adlige. Der Hochadel des Imperiums ist eine enorm privilegierte und mächtige Elite, die sich von der gewöhnlichen Masse, über die sie herrschen, unterscheidet. Du bist als Erwachsener auf einem Sockel von Wohlstand und Größe aufgewachsen, der die gewöhnlichen imperialen Massen überragte. Du hast ihren Gehorsam erwartet und von den Früchten ihrer Arbeit gelebt, die du deiner Familie in feierlicher Treue übergabst. Geht auch, kriegen wir auch Intelligenz und Überredung und Gefolgschaft. Sanktionierter Psioniker. Psionikern wird Furcht und Misstrauen entgegengebracht, aber für das Imperium sind sie trotzdem ein wertvolles Gut. Die Aufgabe des Adeptus Astra Telepathica ist es, diejenigen zu rekrutieren, zu identifizieren und zu klassifizieren, die psionische Fähigkeiten besitzen. Die Stärksten, die irgendwie lebendig durch die strengsten Sanktionsrituale kommen, werden für den Einsatz auf dem Schlachtfeld ausgewählt. Der Geist eines sanktionierten Psionikers ist gegen die vielfältigen Gefahren gewappnet, denen sich die Träger von Warpkräften aussetzen. Du warst einer derjenigen, die für würdig befunden wurden, der Menschheit zu dienen. Und du hast wie durch ein Wunder der Gefahren des Warp überlebt. Hinweis: Schädigende psionische Kräfte zählen als Waffenangriffe, die auf das normale Angriffslimit pro Runde ausgerechnet werden und alle Vorteile von Fähigkeiten und Talenten, die den Schaden von Angriffen erhöht, erhalten. Zum Beispiel wird ein Soldat, der die Fähigkeit Laufen und Ballern einsetzt, zweimal pro Zug psionische Kräfte einsetzen können. Und die Fähigkeit Feinde analysieren als Agenten wirkt sich auf den Schaden schädigender psionischer Kräfte aus. Psioniker finde ich halt schon am geilsten, ist aber nicht das, wie ich spielen möchte. Leider. Also schon so ein bisschen, aber ja, ich möchte ja vor allem mit Überzeugungskraft arbeiten. Deswegen, ich wäre halt schon irgendwie bei Verbrecherlord. Ich glaube, Verbrecherlord oder Adlig. Hier haben wir halt auch die Überredung. Du, diene mir. Ja, das ist genau mein Spruch, den sage ich hier auch immer. Das steht hier quasi schon an der Tür vorne.
Verbündeten, der bis zum Ende des Kampfes sein Diener wird. Immer wenn die Fähigkeiten des Adlers auf den Diener angewendet werden, erhält der Diener bis zu Beginn des nächsten Zuges. Okay. Ja, was hat der Verbrecherlord? Todsicherer Plan. Oh, plus Int-Bonus-Stapel, das Effekt todsicherer Plan. Das Wahrnehmungsbonus. Ist WAH Wahrnehmung? Denke. Ah ja. Ja, der hat Wahrnehmung, Logik, Achtsamkeit auch schön. Wahrnehmung, Achtsamkeit, ja. Tötungsplan, Fluchtplan, Alternativ. Viele Pläne. Also der hier. Der Kommissar war was anderes, ne? Adliger, Intelligenz, Gefolgschaft, Überredung finde ich halt nett. Das ist ein GF. Also hier steht Überredung als Dings, aber. Ach, das ist alles Gefolgschaft, okay. Zwang. Andere durch Einschüchterung zu manipulieren. Ja, hier ist eigentlich alles dabei, was ich haben will, ne? Überredung, Intelligenz, Gefolgschaft, Zwang. Ja. Ja, das ist es. Tu etwas. Du, tu etwas. Finde ich gut. Du, mach weiter. Du bist der Nächste. Oh, du bist dran, wie bei Pokémon. Du, töte es. Du, beschütze mich. Kann er auch selber kämpfen? Das sind Talente, ja? Und wenn das du das Atmen nebeneinander befinden, erhalten beide temporäre Wunden. Was? Und in Höhe des C-Bonus des Dieners oder des GF-Bonus des Adligen, je nachdem, welcher Wert höher ist. Temporäre Wunde ist doch aber doof, oder? Ach so, ich verstehe. Wenn der Diener das Tier tötet, dem der Adlige im letzten Zug Schaden zugefügt hat, erhält der Adlige im nächsten Zug plus 1 AP. Der Diener des Adligen erhält in jedem Zug plus 2 Bewegungspunkte. Also hier ist irgendwie alles darauf ausgelegt, dass wir mit jemandem kämpfen. Und hier. Ich weiß noch nicht genau, wann die Talente. Sind das passiv? Die sind passiv, oder? Einfach nur. Aber es sind jetzt nicht unsere Angriffe und so. Ist schon interessant, ja. Wie gesagt, alles, was wir eigentlich wollen. Verbrecherlord fände ich von der Geschichte eigentlich besser. Aber ich kann auch verstehen, dass eine Adlige in der Imperiumswelt verrückt wird, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Verrückte spielen. Hätte natürlich auch hier gepasst. Achtsamkeit hat die sonst noch. Wahrnehmung, Waffen. Ja, ich glaube, ich möchte so spielen. Komm, ich mach das hier. Ich zieh das durch mit dem Überredungskünstler. Wir machen eine Adlige. Auch wenn ich echt gerne Psionikerin geworden wäre. Vielleicht mal eine andere Runde. So, höchste Bilanz. Deine starke Präsenz und Überzeugungskraft hat einen Feudalkrieg zwischen benachbarten Systemen verhindert. Okay, also hier kriegen wir Überredung dazu. Hier Handel. Du wirst zum Gouverneur des Planeten ernannt und hast überlebt, weil du nützliche Verbindungen zu beiden Seiten des Gesetzes aufgebaut hast. Hier gibt es Zwang. Du hast den Ruf eines rivalisierenden Adelshauses zerstört und seine Mitglieder aus dem Sektor verbannt. Also, ja, das klingt eher nach mir. Ich finde das hier eigentlich ganz cool. Und Zwang ist ja auch was, was wir gerne haben wollen. Durch Drohung. Obwohl, will ich das durch Drohung alles erreichen? Eigentlich eher Überredung. Ich will gar nicht, dass die alle Schiss vor mir haben. Ich will sie eigentlich nur überreden. Ich finde das lustiger. Ich nehme das. Ich fand das einfach zu gut. Ja, komm, Zwang. Wir machen weiter auf Zwang. So, düstere Zeichen. Der in deiner Familienbibliothek gefundene Foliant hat von deinem Geist einen furchtbaren Tribut gefordert. Oh nein, Wissen Warp ging. Was habe ich denn davon? Das ist über die Natur der Warp-Entitäten und ihre pervertierten physischen Manifestationen, kann Zugang zu neuen Dialogoptionen. Ist halt immer so, ne? Irgendwas muss man immer abgeben. Du bist ein uneheliches, illegitimes Mitglied einer Familie, du Schande, du, die dir sofort den Rücken gekehrt hat. Du wurdest entführt, um Lösegeld zu erpressen und deine Häscher haben dich bis zu deiner Freilassung schlecht behandelt. Zechen. Fertigkeit wird durch Eigenschaft Zähigkeit beeinflusst. Sie steht für die Fähigkeit, den negativen Effekt einiger Gifte, Stimulatoren oder des Alkohols zu widerstehen. Brauche ich eigentlich nicht. Also ich habe, glaube ich, nicht vor, irgend sowas zu benutzen, ehrlich gesagt. Also Gifte natürlich sowieso nicht, aber auch keinen Alkohol oder so. Deswegen kann hier ruhig was weg sein, finde ich. Wo ich das hier schon wieder witziger finde, aber das hier brauchen wir. Ich mach das hier, Zechen. Haben wir jetzt nicht so. Wir sind nicht so die Trinkerin und auch nicht so die Giftnehmerin. Ist nicht so unsers. Okay, Doktrinen. Jetzt wird's lustig. Doktrin wählen und Beschreibung ansehen. Nur einen der erstrangigen Doktrinen wählen. Okay.
Also wir können hier noch nichts auswählen, aber hier oben. Heimatwelt. Das ist. Okay, ich krieg einfach nur die, ne? Krieger. Wie sehe ich denn, was das macht? Ah. Ja gut, das werden wir nicht machen. Also das so Krieger, also wir spielen ja eher ein bisschen mit Überredung, nicht mit Kampf so, nicht so mit Gewalt halt. Weniger Gewalt, mehr reden. Offiziere nutzen ihre Willenskraft und Gefolgschaft, um die Kampffähigkeit ihrer Verbündeten zu verbessern und sie zu einer noch größeren Bedrohung zu machen. Bring es zu Ende, Stimme des Kommandos. Das wäre eher was. Und da geht es dann zu Vorhut, Meistertaktiker, Großstratege. Okay. Also hier ist vor allem für unsere Verbündeten halt ein bisschen mehr was zu machen. Agent nutzt Intelligenz und Wahrnehmung, um Schwächen in der feindlichen Verteidigung auszunutzen. Niemand kann dem Angriff eines Agenten widerstehen. Präzise Einzelangriffe. Soldat passt wieder gar nicht. Ich denke, Offizier passt ganz gut. Ja, ich glaube, so würde ich es machen. Dann gucken wir. Kann ich hier auch schon gucken? Huch, was ist denn das? Oh Gott, was ist jetzt passiert? Warte mal. Aha. Ich habe keine Ahnung, was das hier alles ist. Ich kann ich aber nichts auswählen, ne? Nee. Das wird man wahrscheinlich dann später skillen. Ich weiß es nicht. Dazu sich voll ins Zeug zu legen. Okay, wir machen es so. Ich nehme Offizier. Das passt, glaube ich, ganz gut zu unserer sonstigen Auswahl. Ja, dann weiter, denke ich. Okay. Oh je. Wir haben 30 Punkte und müssen jetzt ein bisschen auswählen, was wir machen. Wir haben schon ein bisschen Stärkeverlust. Wir haben eine recht hohe Intelligenz, ein bisschen Willenskraft. Was machst du? Okay, zeigt die Fähigkeit eines Charakters, dem Horror des Warps, den Schrecken des Weltraums und den fürchterlichen Gegnern, denen er in der Koronus-Ausdehnung begegnen wird, zu widerstehen. Hohe Willenskraft ermöglicht es dem Charakter, eine Menschenmenge zu kontrollieren oder einen Ketzer zu verhören. Die Willenskraft erhöht außerdem die Chance, negative mentalen Effekten und psionischen Kräften zu widerstehen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das hier finde ich auch wichtig, Wahrnehmung. Haben wir ein bisschen wenig für meine. Meine Verhältnisse. Zähigkeit. Wie leicht ein Charakter Verletzungen abschildert und wie leicht er giftige Umgebung kann. Okay. Ballistikfertigkeit. Gibt die Genauigkeit eines Charakters mit allen Formen von Fernkampfwaffen. Ich weiß gar nicht, was wir für Waffen haben, ehrlich gesagt. Ich würde gerne mehr auf Wahrnehmung hauen. Das ist mir ein bisschen wenig sonst. Ich weiß nicht, ob wir den Stärkepunkt wieder reinholen wollen, den wir verloren haben. Die Grund. Oh, warte. Stärke für Charaktere mit Nahkampf. Die starken Charakter körperlich. Obwohl, nee, in Nahkampf will ich gar nicht gehen. Ich will eigentlich im Fernkampf. Das heißt, ich würde eher Ballistikfertigkeit nehmen. Was ist Waffenfertigkeit? Parieren, reduziert feines Parieren und Ausweichen gegen Nahkampfangriffe. Die Waffenfertigkeit erhöht außerdem die Chance im Nahkampf. Als Nahkampf will ich gar nicht. Ich würde hier Wahrnehmung nochmal erhöhen. Intelligenz vielleicht nochmal hoch. Oder eher die Gefolgschaft. Gefolgschaft vielleicht auch direkt mal auf 40 ballern. Wir haben noch 10 Punkte. Zähigkeit. Wie leicht ein Charakter Verletzungen abschüttelt. Zu widerstehen die Anzahl der Wunden eines Charakters für jeden Bonuspunkt. Zähigkeit erhalten Charaktere plus 10% Wunden. Ja, ich weiß nicht, ob man das so niedrig lassen sollte. Ich versuche es ein bisschen ausgewogen zu machen, wie man merkt. Also zumindest auf denen, die wir hier so haben. Ja, ich mache die mal alle auf 40, dann haben wir es. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was wichtiger wäre. Okay. Fertigkeiten. Handel. Ach, da muss ich auch Punkte einsetzen. Ach, verdammt. Jetzt haben wir hier gar nichts sonst, ne? Ja, das ist doof. Das wäre sehr doof. Moment. Mir nochmal überlegen. Aber wir bräuchten ziemlich viele Punkte, um hier was mit anzufangen. Zerstörung. Zwang. 50. Warte mal, wir hatten keine 50 am Anfang, ne? Nee, das funkt. Nee, warte mal. Die Punkte gelten nicht für hier, oder?
Wenn ich jetzt hier noch was wegnehme. Warte mal. Doch, tatsächlich. Hä? Also jetzt könnte ich... Warte mal. Ah, ich verstehe. Okay. Okay, hab mich geirrt. Ah, hier wieder zurück. Jetzt brauche ich Achtsamkeit 40? Hä? Ich habe doch Wahrnehmung 40. Also ich verstehe gerade... Achso. Warte mal. Ah, okay. Hab's verstanden. Also wir müssen auf jedes raufklicken, um erstmal hier zu sehen, was wir hier haben quasi. Okay, Athletik haben wir. Wie kriege ich den Handel bei Gefolgschaft? Habe ich den? Ja, haben wir. Okay, also wir sehen hier auch direkt, was wir schon bekommen haben. Hier bräuchten wir 50 für Zwang. Also wir müssten irgendwo doch nochmal was wegnehmen, um dort auf die 50 zu kommen. Warte mal, gucken wir mal. Ach, kann ich gar nicht. Verstehe ich das doch falsch? 40. Okay. Na gut, ich mach's doch wieder so. Nee, hier ist eins zu viel. Hier wieder rauf. Okay, so. Ja, wir brauchen noch Punkte, um die hier zu kriegen. Aber ich kann tatsächlich nicht mehr raufmachen. Also ihr seht es hier. Geht nicht. Okay, dann lassen wir es so. Weiter. Oha, was haben wir jetzt? Raumschiff, unser Raumschiff. Oh. Wir können das sogar noch bearbeiten. Ui, Schwertklasse, Fallschirmklasse, Feuersturmklasse. Hm. Oh Gott, ich werde hier nie fertig. Also ich glaube, optisch gefällt mir das hier ganz gut. Fregatte der Schwerklasse ist ein klassisches Kampfschiff. Geschwindigkeit. Oh Gott. Ich kann gar nicht mehr lesen. Ich habe schon ganz fusseligen Mund. Das hier, fortschrittliche moderne Konstruktion, die erst vor 5 Jahrhunderten entwickelt wurde, aber bereits bewiesen hat, dass sie so gut wie ist wie altgediente Fregatten, wie etwa der Schwertklasse. Raumschiff der von Valenten, okay. Feuersturm ist eine Modifikation der Schwerklasse und für Feuerschläge gegen größere feindliche Schiffe ausgelegt. Also hier, ich glaube, die hat schon mehr Geschwindigkeiten. Und ich finde eigentlich Geschwindigkeit immer gar nicht schlecht. Was kann ich denn bearbeiten? Ich kann auch einen Namen eingeben. Wie nennen wir denn mal unser Schiff? Hoffnung. Die haben doch immer so präzise Namen. Ich muss mal kurz überlegen. Oh Gott. Ich habe ja gerade erst eine Reihe gelesen. Ich habe aber vergessen, wie die Schiffe da hießen. Sonst hätte ich gerne einen Namen davon genommen. Eigentlich fand ich den nämlich ganz cool. Warte mal. Zerstörerin der Welten? Wollen wir das machen? Oder passt das nicht ganz? Ich weiß es nicht. Genau, sowas wie Phönix oder keine Ahnung. Ich weiß nicht genau. Oder... Hydra oder sowas? Vielleicht so auf dem mythologischen bisschen gehen? Phönix, Hydra, Medusa. Was machen wir denn da mal? Greif. Ich glaube, ich mach mal die Hydra. So. Und nun? Achso, wir können nur den Namen ändern. Okay. Bleibt der jetzt? Ja. Okay. Okay. Wir machen. Achso, was würde der uns vorschlagen? Invictum Irabus. Mhm, auch schön. Legion der Sühne. Kühne Schicksal. Oh, das finde ich gut. Kühne Schicksal? Schicksalsjäger. Die Gnade der Sterne. Ja, die haben es drauf. Charybdis. Ja, an sowas habe ich nämlich gedacht. Ist da was? Ich nehme Charybdis. Finde ich gut. So. Freihändler. Name. Ja, wir heißen natürlich nicht Freihändler. Wir haben schon richtigen Namen. Und zwar Lenfir. So, okay. Das ist unser ganzer Charakter-Sheet. Tut die nimm mir. Ich finde das so gut. Okay, wir haben es. Wir sind fertig. Wenn ich jetzt auf fertig klicke, geht es wahrscheinlich los. Das heißt, ich würde jetzt hier die Folge 0 beenden.
die Charaktererstellungsfolge und wir sehen uns dann in Folge 1 im richtigen Spiel wieder. Also dann, ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an der Charaktererstellung und ja, werdet auch sehr viel Spaß mit mir haben während des ganzen Let's Plays, was jetzt noch folgen wird. Ich bin sehr froh, dass das Spiel übrigens in Deutsch ist und ich nicht alles übersetzen muss. Das wäre, glaube ich, eine unmögliche Sache geworden, weil die Dialoge wirklich lang sind. So ein RPG. Ich glaube, das hätte ich dann wahrscheinlich nicht gemacht. Deswegen bin ich wirklich, wirklich froh, dass es eine deutsche Übersetzung gibt und wir das jetzt zusammen entdecken können, das Spiel hier zusammen spielen können. Und vielleicht entscheidet sich hier der ein oder andere, das Spiel sogar selber sich zu besorgen und selbst zu spielen. Auf jeden Fall, glaube ich, haben es die Entwickler verdient. Also dann, bis zur nächsten Folge, zur richtigen Folge Nummer 1, wenn wir uns das Spiel anschauen. Bye, bye.